Yo, was up, Bruce? Hier ist Nix in der Haus, Mama. Party Time hier mit Nix und Tomb Raider mit Lara Croft hier. Gut, also, jetzt sind wir hier gerade, wo wir auch immer es sind, in Ruinen. Hier wird alles abgefackelt, da unten zumindest mal. Von da unten sind wir schon. Genau, oh mein Gott, ey, sieht schon richtig krass aus. Eigentlich sieht es schon richtig geil aus. Die Qualität, oh geil, ey, ich glaube, ich habe mich verliebt. Das wird mein absolutes Lieblingsspiel jetzt dieses Jahr. 2013. Okay, gut, nicht um einen heißen Brei herumreden. Oh, das Wasser sieht auch so realistisch aus. Also, wir müssen jetzt hier wegrennen und aufpassen, dass wir nicht vergewaltigt werden von diesen Russen hier. Gut, wo müssen wir jetzt lang? Ich schätze mal über die Brücke jetzt hier. Wir müssen aufpassen, weil ich habe da auf vorne Licht gesehen, so Taschenlampenlicht. Und hopp, aber jetzt. Wo ist der Lappen hier? Komm, komm raus, komm raus, komm raus. Ich will ihn in den Kopf schießen. Jawohl, ey. Ist das Spiel geil oder ist das Spiel geil? Also, jetzt hat Uncharted langsam ziemlich eine Konkurrenz hier. Davor war ja Uncharted für Tomb Raider die Konkurrenz, aber jetzt hat Uncharted eine neue Konkurrenz hier. Tomb Raider, also das Spiel ist richtig geil, muss ich sagen. Also mir gefällt das mal richtig brutal. Das ist jetzt auch, glaube ich, schon die vierte Folge? Das ist die vierte Folge jetzt. Und also muss sagen, das Spiel, ich habe mich verliebt. Nicht, weil es Tomb Raider ist und weil es eine Frau ist, sondern weil das Spiel einfach geil ist. So gut, jetzt sind wir hier in Sicherheit. So, jetzt müssen wir mal aufpassen. Okay, nee, gut, die sind da nicht auf der anderen Seite. Jetzt muss ich da noch ein wenig weiter nach vorne laufen. Ich weiß, dass sie da sind. Ich sehe die Taschenlampe von denen. Schön aufpassen jetzt, Freunde. Und Bros und Sis und Dogs und Cats. Jetzt hier schön leise killen. Dass aber niemand, dass es hier niemand mitbekommt, dass wir hier die Leute hier töten. Verdammt noch einmal. Ist hier noch irgendwo jemand, den ich. Gut. Oh, sind wir gut, ey. Die hängt da manchmal irgendwie ein paar Sekunden, hängt die so an der Wand. Also wenn ich so gegen die Wand. Oh, jetzt müssen wir hier ordentlich aufpassen. Wir haben jetzt irgendwie Scheiße gebaut. Jetzt sind wir entdeckt worden. Und jump! Hier schön die Munition alles aufsammeln. Ah, ich habe gedacht, das wäre so ein Strahl von Sniper, aber das ist ja so ein Seil, wo wir jetzt runterrutschen können. Oh, wir sollten uns beeilen. Bros und Sis und Dogs und Cats und whatever. Habt ihr gesehen? Ey, das hat übertrieben gebrannt unter uns. Hier wären wir noch länger dort geblieben. Nachdem was ist denn das wir hier jetzt angespült wurden, setzten uns Regen und Wind tagelang zu. Wir konnten keinerlei Schutz bauen. Jesus, wir konnten uns nicht mal bewegen. Es war, als drücke uns eine gewaltige Hand nach unten. Als der Sturm schließlich doch nachließ, kam Vater Matthias zu uns. Er war ruhig und sprach leise. Er schien uns zu kennen, unseren Namen, wo wir herkamen. Er sprach in unserer Muttersprache zu uns und wir hörten zu, als er uns die Wahrheit über die Insel erzählte. Er ließ uns eine Wahl, Rettung oder Tod. Einige stellten sich gegen ihn. Ohne Zögern tötete er sie, sofort und vor unseren Augen.
Vater Matthias wirkte dabei nicht bösartig oder zornig, nur ruhig und entschlossen. Ich stand dort im Sand, nass vom Blut meiner Kameraden und wusste, ich würde ihm folgen. Wow, was für eine geile Information. Also Bros, was ich sagen wollte, wir haben ja hier oben gestanden und da hat man richtig gesehen, wie das auf einmal anfängt zu brennen und da musste man sich wirklich beeilen. Das habt ihr bestimmt gesehen, wenn nicht, müsst ihr nochmal ein bisschen zurückspulen und dann seht ihr es. Auf jeden Fall laufen wir jetzt hier durch den Wald oder durch die Ruinen. Müssen jetzt wahrscheinlich da hochklettern. Oder nee, doch nicht. Oder doch? Ich schaff das. Locker schaffst du das. Du bist Lara Croft, hallo. Über dich wird man noch in 10 Jahren reden. Geht's jetzt weiter oder habe ich einen Fehler gemacht? Nee, schön aufpassen. Wir müssen nämlich aufpassen. Oder müssen wir aufpassen? Nee, wir können eigentlich nur nach oben drücken. Das ist ja... Oh, das ist ja einfach. Also ich spiele ja auf einfach, aber dass das so extrem einfach ist, hätte ich nicht erwartet. Oder spiele ich es aufs Normal? Oh, ich habe keine Ahnung mehr, auf was ich das spiele. Auf jeden Fall sind wir jetzt oben. Wer schießt hier? Glaubst du, ich habe Angst hier, Bro? Fass doch direkt in die Wunde, genau. Das hier nichts zu tun. Schön, dich zu sehen, Kleines. Sorry, aber das sieht echt übel aus. So übel und auch nicht. Hast du was von den anderen gehört? Nichts. Warte, was hast du vor? Die Wölfe haben meinen Rucksack. Der Sender vom Rettungsboot ist da drin. Finden wir den nicht wieder, werden wir hier nie mehr wegkommen. Aber du brauchst Verbandszeug, Morphium, Desinfektionsmittel. Alles im Rucksack. Scheiße. Du sagst es. Komm. Kai. Tu mir das nicht an, du verdammter Mistkerl. Das ist verdammt schlau, was du jetzt da gerade machst. Ich hätte ihn ein wenig anders genommen, aber das liegt wahrscheinlich nur daran, weil ich bei der Bundeswehr war und nicht so Sicherheitstraining, Test und wie auch immer gemacht habe. Aber wenigstens ist er jetzt am Feuer. Hat wahrscheinlich nur einen Schock oder sowas. So, jetzt dreht sie ab. Jetzt dreht sie durch. Jetzt hat sie übertrieben Lust zu töten. Was mache ich jetzt bloß? Das Rudel ist irgendwo da oben. Ja, jetzt rennst du weg, du kleiner Lappen, du. So, wir müssen nach da oben. Gut, wo müssen wir da am besten jetzt lang? Ah, komm. Wir werden jetzt mal in diese Richtung da laufen. Obwohl, wir bräuchten jetzt Feuer. Wir bräuchten eine Fackel. Da müsste doch jetzt irgendwo eine Fackel sein. Nee, gibt's doch keine Fackel. Es ist ja so, dass man früher oder später aufwacht. Aber hier gibt es kein Aufwachen. Das bedeutet, dass ich wirklich hier bin. Dass alles wirklich tue. Nein. Denk nicht darüber nach, Lara. Nicht jetzt. Es hilft dir nicht. Ich weiß nicht, was mit dem Rest der Crew geschehen ist. Hoffentlich sind alle okay. Sie müssen. Ja, es sind bestimmt alle ganz... Denen geht's bestimmt allen gut. Bloß dem Typi, unserem Freund da vorne, geht's wahrscheinlich nicht so gut. Einen Vogel hier erschießen. Ja!
Aber was machst du jetzt? Können wir die Tiere jetzt häuten? Machen wir jetzt einfach mal. Nee, können wir nicht. Ja, ich habe den Pfeil nur rausgeschossen, rausgezogen. Gut, also ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wo ich langlaufen muss. Ich laufe jetzt einfach mal irgendwo lang, um zu hoffen, dass das der richtige Weg sein könnte. Ah, genau. Machen wir mal so. Und genau, jetzt sind wir schon ein bisschen weiter oben. Das ist prima. Ich habe aber keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist. Wie der Pfeil da jetzt hängt. Super. Ach, scheiße, daneben. Aber wir haben jetzt zum Glück genügend Pfeile. Ich weiß jetzt nicht, wie wir das jetzt am besten machen sollen. Ach, du dumme Kuh. Ah, das ist wieder so. Sind wieder ein paar Pfeile. Nehmen wir die Pfeile gerade mal mit. Jetzt ist wirklich die Frage offen, wie wir jetzt am besten nach da oben vorgehen können. Also wie wir vorgehen können, dass wir nach da oben kommen. Ich versuche jetzt einfach mal diesen Weg hier, weil das hängt wenigstens weit unten. Und jawohl, wir haben es geschafft. Diese Ruinen. Kamakura-Periode. Gehörte das alles zu Yamatai? So, also wir werden jetzt noch ein wenig weiter nach oben laufen. Pfeile immer schön mitnehmen und die Boxen natürlich nicht vergessen, weil dann können wir unsere Waffen immer mehr verbessern und immer dann sind wir immer stärker und alles. Das ist dann doch tausendmal geiler. Wir laufen noch eins nach oben, würde ich mal sagen. Okay, nee, den Weg würde ich jetzt nicht. Gut, also wir sind eigentlich schon mal auf dem richtigen Weg. Würde ich mal sagen. Jetzt müsste ich bloß überlegen. Was könnte man hier oben eigentlich machen? Eigentlich nichts. Ich schätze mal, das ist bestimmt so für so Seil. Und dann. Ah, so, okay. Wisst ihr, stimmt? Sind diese Seildinger da. Ich hab jetzt gedacht, die sind bestimmt dafür da, wenn man jetzt so schießt. Ah, super gemacht. Alle Knochen gebrochen. Aber egal, wir sind wenigstens auf dem richtigen Weg. Sind bald bei diesem Wolfsrudel. Und jump! Festhalten, festhalten! Und nach oben, schön nach oben. Genau. Boah, ist das eine Braut hier, die Lara. Also die kann richtig viel einstecken und austeilen kann sie auch richtig gut. Aber die erinnert mich ein bisschen an meine Freundin, würde ich mal sagen. Boah, krass. Ey, und verdammt schwer ist sie anscheinend auch, wenn sie so einen ganzen Flugzeugwrack da unten schieben kann mit ihrem Gewicht. Weil sie da vorne war, ey, das ist krass dann. Das Rudel ist der Ah, fuck, jetzt müssen wir nach da drüben. Dann müssen wir nach drinnen. Haben wir eigentlich auch noch eine Waffe? Ja, haben wir. Aber ich weiß nicht. Ah, komm, wir nehmen mal lieber die Waffe. Obwohl, wir laufen jetzt erstmal in die Richtung. Vielleicht finden wir dann noch irgendetwas, was wir, keine Ahnung, gebrauchen könnten. Wie hier solche Wandmalereien. Und was haben wir hier? Irgendwas Komisches. Wer hat das zurückgelassen? Also ich habe keine Ahnung, ob dieser Weg auch zählt. Naja, okay, gut. Da sind wir jetzt total umsonst reingelaufen. Aber jo. Man muss auch mal unnötige Sachen machen. So, jetzt schön nach da oben. Nett ans Wasser kommen. Vielleicht rutschen wir dann nach unten und dann sind wir tot. Das wäre natürlich nicht so toll. Ah, ich weiß nicht. Sollen wir die Waffe hier nehmen? Weil wenn wir mit der schießen, dann ist es ziemlich laut. Und die kommen dann eigentlich. Aber Bros, ich schaue gerade auf meinen Timer. Es sind 15 Minuten jetzt.
Und ich würde damals sagen, ich mache jetzt hier mal eine kleine Pause. Eine Pause, also die Folge ist dann jetzt hier zu Ende. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, die dann auch von dieser Höhle stattfinden wird. Wir werden dann da reinlaufen und den Rucksack holen und dann unseren Freund retten. Alles klar, Bros, haut da rein, bleibt cool. Und falls ihr kein Let's Play mehr verpassen wollt von Tomb Raider oder sonstigen geilen Spielen, auf meiner Facebook-Seite kriegt ihr immer die Information, was für ein Let's Play kommen wird, was ich machen wird, so im Titel, so, ihr wisst Bescheid. Vorbeischauen lohnt sich, abonnieren, falls ihr kein Let's Play mehr verpassen wollt, ihr wisst Bescheid, haut rein, bis demnächst, bis morgen dann, ciao, ciao!